Oh, sind wir schon auf Sendung? Natürlich! Ein einfaches Bitte hätte auch gereicht. Also gut. Ich bin der lustige Bernd. Und ihr seht jetzt die tollen Chili TV Classics mit den allerbesten Dingen aus Chili TV. Sag mal, wer schreibt denn so ein Blödsinn? Diese Sendung war schon immer die Hölle. Und außerdem... Ja, ja. Schon gut. Ich hab's verstanden. Viel Spaß. Chili. Chili TV. Mist. Chili TV. Es war einer dieser Tage. Ich saß in Sams Bar und trank eine Chili-Milch nach der anderen. Aber ich sollte mich erst mal vorstellen. Ich bin Chili Scharf, Reporterin der Big City News. Die Beste, wie man sagt. Ich habe Stories geschrieben, die andere nicht mal mit der Kneifzange anfassen würden. Aber seit 3 Wochen war der Wurm drin. Es wollte nichts Neues passieren. Ich brauchte aber eine neue Story. So saß ich hier in Sams Bar und spitzte meine Ohren. Denn wenn etwas in Big City passieren sollte, wusste man hier als erstes Bescheid. Du, Sam, machst du mir 2 Grappa für mich und meine Cousin Marco, hä? Eh? Ah. Sehr gut, sehr gut. So. Auf die Boss und die Bürgermeister. Und auf die Überraschung, die wir um 3 bereiten werden, das wird den glatt umhauen. Stupido! Ich habe dir gesagt, nicht in Öffentlichkeit reden über den Plan! Du bist so dumm! Aber du bist so dumm! Du bist so eine Sande wie deine Mama! Du bist eine Sande, geh raus! Geh aus meinen Augen! Das waren Mafiosi von Don Carlitos Bande. Und sie wollen dem Bürgermeister eine Überraschung bereiten, die ihn umhaut? Oh nein! Sie wollen ihn umlegen! Das ist unglaublich! Ich hab meine Story! Ich muss in mein Büro! Und zur Polizei! Ein Attentat auf den Bürgermeister. So, so. Dein Scharfsinn in allen Ehren, Scharf. Aber hast du nicht das letzte Mal auch Stein und Bein geschworen, dass Außerirdische in der Stadt gelandet sind? Das sind sie ja auch! So ein Quatsch! Hey, du! Hi, Frank. So. Und jetzt hör mir mal gut zu. Der Bürgermeister hält heute seine große Rede und ich habe keine Lust, sie deinetwegen wieder abblasen zu lassen. Also sieh zu, dass du Land gewinnst. Größere Ausmaße an. Selbst die Polizei steckte mit den Gangstern unter einer Decke. Ich musste mir woanders Hilfe holen. Nein. Du musst. Ich leg mich nicht mit der Mafia an. Das überlasse ich Profis. Wie der Polizei oder... Detektiven? Genau. Du bist Detektiv. Mist. Ich hab den falschen Job. Briegel Busch war der beste Spurensicherer des FBI. Wenn es eine Spur am Tatort gab, konnte er sie mit Sicherheit finden. Sei sie noch so klein. Hallo Briegel, ich bin da einer ganz heißen Sache auf der Spur. Machst du mit? Keine Zeit. Ich muss nämlich dieses Beweisstück hier auf Fingerabdrücke untersuchen. Es geht um einen gewissen Mulder, der sich schon seit Jahren als FBI-Agent ausgibt, in Wahrheit aber ein Außerirdischer aus dem Andromeda-Nebel ist. Und das hier ist das einzige Beweisstück, das ihn überführen könnte. Ich glaube, jetzt habe ich Zeit. Gehen wir. Ist Informanten Ingo. Wenn jemand was von den Plänen der Mafia weiß, dann er. Aber Vorsicht, der ist allergisch gegen Polizei und Schnüffler. Ach, deswegen diese hervorragende Verkleidung. Genau, das ist die neueste Tarnung des FBI. Na dann,
Entschuldigung? Aus mir kriegst du nichts raus, Schnüffler! Mist! Enttarnt! Trotz der Verkleidung! Jemand muss uns verpfiffen haben. Entschuldigung. Können Sie mir vielleicht sagen, wie ich hier zum Bahnhof komme? Aus mir kriegst du nichts raus, Schnüffler! Ingo, Essen, wo bleibst du denn? Aus mir kriegst du nichts raus, Schnüffler! Es ist gleich soweit. Schnell zum Bürgermeister. Wir müssen ihn beschützen. Die Mafiosi. Wir müssen sie aufhalten. In den Koffern sind Gewehre. Und wie willst du das? Oh nein! Ich lehre den Bürgermeister umlegen zu wollen. Den Trick mit dem Geigenkoffer mit Knarre drin. Den kennt ja jedes Kind. Was ist denn das? Das ist Geige von meinem Boss, mit der er spielen wollte Ständchen für die Bürgermeister. Der ist seine Cousin. Das Geld an den Polizisten, ha? Das Geld an den Polizisten? Das Geld war für die Blumen. Upsi. Ich habe Kopfschmerzen. Schaf? Ja? Wenn du noch mal eine heiße Story hast, verheimliche sie mir. Ach, ist doch alles ganz gut ausgegangen. Der Mafia-Boss ist der Cousin des Bürgermeisters. Er wollte ihn überraschen. Das ist des Rätsels Lösung. Also, alles super. Wenn ein Mafia-Don mit dem Bürgermeister verwandt ist, ist eigentlich überhaupt nicht alles super. Wenigstens ist der Don nicht nachtragend. Er hat uns sogar zum Baden eingeladen. Wann geht's denn los? Wir müssen nur warten, bis die Beton trocken ist, hä? Ah, super! Hallo. Das war albern, oder? Naja, ich wäre ja auch schon längst weggelaufen, aber die haben mich hier am Boden festgeklebt. Die Hölle geht weiter. Mist. Dein selbstgemachter Kakao schmeckt super, Briegel. Und für jeden gibt's ein Stück Kuchen. Ja, genau. Danke. Aber Chili, jetzt erzähl doch bitte noch mal von deinem waghalsigen Abenteuerstunt im Dschungel. Ja, gern. Das war toll. Ich war wie Tarzan persönlich mit einer Liane unterwegs, schwang mich also ganz locker von Baum zu Baum, als plötzlich dieser riesengroße, knurrende Brüllaffe im Weg war. Da hab ich mir eine Kokosnuss geschnappt und ehe dieser riesengroße, knurrende Brüllaffe irgendwas machen konnte, warf ich die Nuss um... Oh. Um die Wand neu zu streichen. Super. Oh, Briegel, es tut mir so leid. Ach, das macht überhaupt nichts. Was rede ich? Das trifft sich sogar hervorragend. Denn ich habe gestern die absolut perfekte Renovierhilfe erfunden. Macht alles von selbst und funktioniert einwandfrei. Garantiert. Moment. Liebe Zuschauer, aufgepasst. Maschinen, die alles von selbst machen und perfekt funktionieren, erkennt man an einem einzigen Merkmal. Sie sind nicht vom Busch. Meine sehr verehrten Schafe und Brote, ich präsentiere den Briegel alles von alleine tapeziere. In 5 Minuten sind die Wände wieder wie neu. Wenn es dann überhaupt noch Wände gibt. So, ich wäre dann soweit. Abkleben. Auf die Plätze. Abkleben. Fertig. Abkleben.
Ihr müsst den Boden und die Möbel abkleben. Klebt doch bitte alles ab. Mit Klebeband, Kreppband aus dem Baumarkt und Folie. Und klebt doch jetzt bitte alles ab. Das muss man doch machen, sonst... Abkleben! Moment mal. Ich glaube, wir haben irgendwas vergessen. Ja, genau, ich hab's. Wir müssen ja noch den Boden und die Möbel vorher abkleben. Stimmt, Briegel. Super, dass du noch dran gedacht hast. Ich tue das aus reiner Nächstenliebe. Ich brauche kein Lob. Und tätereté, genau dafür hab ich nämlich den Abklebfolienfräser erfunden. So, wollen wir doch mal sehen. Und yippie! Falscher Knopf. Alles war voller Sterne. So, von mir aus kann's losgehen. Alles ist voller Folie. So, und los geht's. Der Briegel alles von alleine Tapezierer, entsichert und geladen mit meinen selbstklebenden Spezialtapeten. Mit einer Spezialfederung, die aus Spezialfedern besteht, wird die Tapete einfach an die Wand geschleudert. Mit Hilfe dieses Gegengewichtes. Welches Gegengewicht? Also, mit Hilfe dieses Moment, stimmt. Bernd, würdest du mir einen klitzekleinen Gefallen tun? Einem guten Freund schlägt man keinen Gefallen ab, oder? Nein, Bernd. Aha, gut. Ich kenne sie kaum. Vergessen Sie's. Prima, danke, Bernd. Dann setz sie doch gleich mal da auf das Ende meines Tapezierautomaten. Ich bin noch so jung und hatte noch so viel vor. Na komm schon, Berndi. Das wird bestimmt lustig, Bernd. Wie gern würde ich mit dir tauschen. Na dann tausch doch. Das ist doch nur eine Redensart, Bernd. Wow, toll, Bernd. Du färbst ja ab. Das sieht ja chilischarf aus. Nein, das geht zu weit. Ich bin ein Brot und als solches bin ich nicht verpflichtet. Bitte, Bernd! Wenn ich jetzt anfange zu diskutieren, stehen wir morgen noch hier. Ich werde heiser und sie bekommen ja sowieso ihren Willen. Also spare ich mir die Zeit und das elende Gerede. Also gut, macht schon. Komm schon! Also, ohne Bernd hätten wir das nie geschafft. Dafür hast du dir echt ein Stück Kuchen verdient, Bernd. Ja. Was? Nein. Was? Warte. Oh nein, die schöne Wand, Bernd. Warum hast du denn nicht gefangen? Naja, zugegeben, ist ja auch erst seit kurzem die Sache mit den kurzen Armen. Aber was viel schlimmer ist... ist genau das. Sie geben nie auf. Hm.
wiedersehen. Niemals. Kann ich jetzt gehen? Was? Noch ein Film? Ui, dann bitte ich um eine gnädige Ohnmacht. Kann ich bitte jemand K.O. schlagen? Verbindlichsten Dank. Keiner da. Die Gelegenheit ist günstig. Ich hau ab. Hallo Bernd, los ab ans Klavier und spiel O Susanna. Und Fuzzi Briegel, mach die Gläser voll. Ich hab ne tolle Idee gehabt, wie wir endlich den Laden hier voll kriegen. Ach was, wie denn? Ich hab überall rum erzählt, dass wir hier einen Goldschatz versteckt haben. Und jetzt kommen sie natürlich alle angerannt. Na los Bernd, spiel doch endlich. Aber meine Arme sind doch zu... Egal. Ein Fluchtweg? Hinter dem elenden Klavier? Zum Greifen nah? Sieht dir das an! Ein geheimer Schutzraum! Ha, da haben sich wohl früher die Saloonbesitzer versteckt, wenn es Indianerüberfälle gab oder so. Mal gucken! Sehr spannend! Der Öffnungsmechanismus wird wahrscheinlich mit dem hohen E auf dem Klavier ausgelöst. Aha, das hohe E. Benutze ich selten. Nein, nie. Das könnte sich ab heute schlagartig ändern. Das können wir doch nachher noch in Ruhe angucken. Jetzt kommen doch gleich alle hier rein. Also, alle. Naja, es kommen vor allem zwei. Mit Tüchern vor Mund und Revolvern. Was? Revolver! Tücher! Ja, Bernd, schnell in den Schutzraum! Bernd? Ja? Aber wir müssen sie doch bekämpfen! Wir müssen doch... Guten Tag, Gentlemen, und her mit dem Gold! Genau, sonst knallt's nämlich, nicht wahr, Joe? Wie oft habe ich dir schon gesagt, du sollst nicht meinen Namen sagen beim Überfall! Tut mir leid, Joe. Das wollte ich nicht, Joe. Bist du jetzt böse auf mich, Joe? Ja, ja, ist gut. Entspannt euch. Sieht so aus, als wäre hier schon lange niemand mehr gewesen, was? Ja, aber der war ganz schön lang hier drin. Ich glaube, hier drin sind wir erstmal sicher. Ja, zumindest vor dem irren Busch. Was? Briegel? Oh nein! Also, deine zwei Freunde haben sich da drin mit dem Schatz verbarrikadiert, ne? Ich weiß gar nicht, wovon ihr redet. Ach was. Okay, ich mach euch da einen Vorschlag. Ich schmeiß eine Runde Limo für alle und ihr geht dann, okay? Nein? Hey, das ist doch eine ganz gute Idee. Was meinst du? Kein Gold, aber dafür Limo. Jetzt, wo du sagst, so ein bisschen Durst hätte ich schon. Sag mal, habt ihr auch Waldmeister? Ja, klar. Ja, aber Joe, du hast doch gerade gesagt... Nenn mich nie wieder beim Vornamen. Okay, Mr. Dillinger. Wir müssen Fuzzi Briegel retten. Boah, guck mal, Lucky Bernd. Jetzt wird's spannend. Das ist sicher der Sheriff-Notruf oder so. Tada, gleich kommt die Kavallerie. Das ist doch das elende Klavier. Man kann es mit einem verdammten Knopf starten. Das darf doch nicht wahr sein. Schuss? Das Klavier ist kaputt. Das Klavier ist kaputt. Keine Angst, Lucky Bernd. Briegel wird schon wieder reparieren. Das Klavier...
ist. Ich drück jetzt mal den dritten Hebel. Gib mir die Hände hoch. Hab ich dich. Ich hab die Schnauze voll von deinen Spielchen, Busch. Wir sprengen jetzt die Tür auf. Ja, aber... Mal gucken, was der Hebel macht. Nehmt das, Banditenpack. Boss! Die Tür ist gerade aufgegangen und der Kasten hat mich angestarrt. Was? Warum hältst du denn nicht auf? Mit was denn, Joe? Irgendwie! Halt sie fest! Stell was rein! Was weiß ich! Was soll ich denn reinstellen, Joe? Da suche ich mir dann einfach was aus. Schaf, drücke nie mehr... diesen Hebel? Chef! Guck mal, ich hab die Tür blockiert. Ich bin super, Joe, oder? Warum schlägst du mich nicht? Weil das jetzt auch keinen Unterschied mehr macht. Deckung! Juiuiui, das war knapp, was? Buffalo Chili, hol doch schon mal den Sheriff. Und du, Lucky Bernd, du spielst jetzt mal Oh Susanna, ja? Aber das Klavier ist doch jetzt kaputt. So ein Glück. Und Mist. Was? Was du? Aber guck mal. Kann man nicht mal hier seine Ruhe haben? Tut mir leid, Bernd, aber das steht so. Bitte? Was? Das steht in meinem Vertrag? Das müsst ihr mir erst mal beweisen. Oh. Das ist... beschämend. Verabschiedung! Verabschiedung? Hier? Jetzt? Könnt ihr nicht kurz rausgehen, alle? Gut. Wenn ihr dann endlich verschwindet... das war... ja, Chili TV Classics. Mit dem lustigsten Dreck aus Chili Lala Bliblo Blub. Bis nächste Woche und jetzt raus hier! Hört ihr schlecht? Mein Gott, kann man nicht mal hier in Ruhe sein? Naja, also, ja, ist mir jetzt ein bisschen peinlich, aber bitte schaltet ab.